Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es unsere Flops, unsere Favoriten. Und ich rede nicht weiter drum rum und wir fangen direkt an. Ich fange an mit den Essenssachen. Also das ist ein Kokosöl von DM, ist Bio. Das ist eigentlich für Menschen, aber das kann man auch voll gut für den Hund nehmen und das mögen wir sehr. Dann haben wir hier noch das Futter, das ist von Lottas Häppchen, also das kann man jetzt nicht so gut erkennen. Also das ist das Futter, das ist Lottas Häppchen und das ist Premium Hundefutter und das ist mit frischem Hähnchen und Kartoffeln. Also das ist auch weiteres von Lottas Häppchen. Ist die Rinderkopffarbe, auch Premium. Rinderkopffarbe ist echt gut für Welpen und auch für Erwachsenhunde. Aber voll viele finden das irgendwie eklig. Ich finde es nicht so schlimm. Luna liebt es total und kann ich auch einfach nur empfehlen. Dann haben wir hier noch Alpenglück. Das sind Rinderlunge und die mögen wir echt sehr gerne. Luna frisst die total gerne und ja. Also, dann machen wir weiter mit solchen Hundespaghetti. Das hatten wir jetzt schon von mehreren Firmen. Sind alle gleich gut. Die isst Luna echt gerne und die gebe ich ihr meistens, wenn sie alleine ist oder wenn ich sie mal wieder trösten will oder so. Oder wenn sie mal schlecht gelaunt ist. Und die sind aber ganz schnell weggekaut. Also nichts für zum länger kauen. Dann gibt es hier noch die Hähnchenbrust in Streifen, also Hähnchenbruststreifen. Und die liebt Luna echt sehr arg. Also, das ist ein. Jetzt nur noch ganz wenig drin, aber die waren halt komplett voll. Und das sind wirklich absolute Allrounder-Leckerlis. Und Luna findet die echt so, so, so gut. Also, dann geht's weiter mit so Zubehör. Das ist einmal hier diese Leckerli-Aufbewahrung in Flasche oder wie auch immer man das nennt. Das ist vom Fressen, aber ich glaube, das hat 12 Euro gekostet. Das haben wir jetzt relativ neu. Also auf der Seite kann man Leckerlis aufbewahren und auf der Wasser, im Sommer ist echt praktisch, hier mit so einer Klappe und in der Mitte geteilt und hier so mit dem Verschluss. Super, super, super Sache. Ein Leckerlis-Sack, der ist hier von Goodie Bag und der ist von Trixie. Den wollte ich mir nochmal nachkaufen, weil der echt schon alt ist und ich hätte halt einfach mal nochmal gern einen neuen. Aber ich finde den einfach, den gibt es fast nirgends mehr zu kaufen. Und ja, der ist richtig gut. Ich glaube, der hat ungefähr 10 Euro gekostet und den kann man hier so mit einem Magnet verschließen. Das ist echt sehr praktisch und die Farbe ist auch voll schön. Dann machen wir weiter. Das ist hier mein Kotbeutelspender. Der ist hier so, da kann man das so rausnehmen. Und der ist echt sehr praktisch, weil den kann man halt richtig schnell an die Leine klipsen. Und den kann man auch so aufdrehen und neu reinmachen. Und den mag ich echt sehr gerne. Dann hier der Kamm, der heißt Fuminator. Der war richtig teuer. Der hat, glaube ich, 43 Euro gekostet. Und das ist halt so ein Kamm. Und der bekommt richtig alles Fell raus, alle Knoten, alle Stöcke oder was auch immer sie im Fell hat, den mag ich echt sehr, sehr gerne. Dann machen wir weiter mit Spielzeug, davon gibt es viele. Also dann einmal hier das hier, das ist so ein Naturkautschuk-Spielzeug von Trixie. Das mag Luna echt gerne. Dann hier der Ball, ich weiß jetzt nicht von welcher Marke der ist, aber den mag Luna auch echt sehr, sehr gerne. Und hier der Kong Aqua, der ist sehr beliebt. Also beliebter definitiv wäre der Kong Classic. Und er kann halt auch schwimmen. Dann hier der Fünf-Sinne-Ball. Und den mag sie auch, weil es ein Ball ist. Und dann haben wir hier noch diesen Ball. Der hat an so einer Schnur. Der ist hier von Trixie. Und den mögen wir auch sehr, sehr gerne. Und Luna mag den auch gerne. Ich finde jetzt nicht, dass der so direkt stabil ist oder so. Aber also er hat schon viele Abnutzungen dafür, dass wir ihn nicht so lange haben. Und die Schnur ist jetzt auch nicht mehr die beste. Aber so schlimm finde ich das nicht. Dann unser letztes Favoritenspielzeug. Und das ist das hier. Ist von Kong. Mögen wir auch gerne. Wir haben noch viele weitere Kong-Spielzeuge, die wir echt gerne mögen. Aber das sind so unsere Liebsten. Also Kong-Spielzeuge allgemein mögen wir sehr. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist echt toll. Dann kommen wir jetzt zu Leinen. Einmal hier und Geschirr und Halsbändern. Habe ich hier ein Roughwear-Geschirr. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das mag. Es
so ein Pink, halt von Roughwear. Und das mag ich vor allen Dingen, weil man hier einen Karabiner reinmachen kann. Und hier. Und das ist an sich so sehr stabil und das mag ich echt gerne. Dann ein Halsband ist das hier. Das ist hier von Hunter. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das heißt oder wie auch immer. Aber das ist auch so ein wasserabweisender Stoff. Und das war auch relativ teuer, das Halsband. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Dann kommen wir jetzt zu Leinen. Da haben wir hier einmal diese. Das ist diese von Julius K9. Wobei ich eigentlich gar nicht so begeistert bin von den von Julius K9. Denn unsere alte Julius K9 Leine ist, also so die Fasern sind aufgegangen. Aber die mag ich bis jetzt ganz gerne. Vor allen Dingen, weil das so eine 1 Meter Leine ist, wo halt auch so ein Ring am Ende ist. Und das mag ich echt sehr gerne bei 1 Meter Leinen, dass man die sich halt auch so umwerfen kann, wenn man den Hund nicht an der Leine hat. Dann unsere letzte Leine, sorry für das Wackeln, ist diese Leine. Diese hier ist eine Schleppleine von Anyone. Ich mag die, dass sie so neonfarben ist, dass man die halt gut sieht. Es ist Biotane, was ich vor allen Dingen toll finde. Und eigentlich liegt es nur am Biotane, jetzt nicht so. Aber die ist schön dick und der Karabiner geht gut, obwohl der im Meerwasser war und im Sandwasser. Und ja, es hat, die macht echt Spaß, mit der Gassi zu gehen. Also, das war's mit dem Video und vielleicht kommt bald noch ein Flops-Video online und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr abonniert uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!